Hi, willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr auch heute wieder eingeschaltet habt. Der 20. Februar 2019 ist vorbei. Dementsprechend wurden alle neuen Samsung Galaxy S10 Geräte vorgestellt. Aber nicht nur die S10 Geräte, auch das Galaxy Fold wurde vorgestellt. Ist in den Leaks untergegangen. Definitiv, hier wird vermutet, dass Samsung praktisch nur Leaks im Bereich S10-Reihe gestreut hat, um praktisch das Galaxy Fold noch ein bisschen geheim zu halten. Wer sich für die S10-Reihe interessiert, da gibt es schon erste Unboxings und Hands-on von meinen Kollegen Felix und Kilian. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. Wir schauen uns heute aber mal gemeinsam das Galaxy Fold an. Ein Smartphone für 2000 Euro. Was sich dahinter verbirgt, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Bereits Ende 2018 kamen die ersten Smartphones im Bereich faltbare Smartphones auf den Markt. Beispielsweise hat Royol eins rausgebracht. Das war jetzt aber nicht wirklich marktreif, beziehungsweise es wirkt einfach alles eher noch wie ein Prototyp. Samsung will jetzt mit dem Galaxy Fold alles anders machen. Die stecken bereits seit fast acht Jahren in der Entwicklung an diesem Gerät und haben dementsprechend jetzt hier einiges natürlich auch schon an innovativer Technik mit drin. So sehen wir beispielsweise insgesamt zwei Bildschirme. Ein Display auf der Front mit 4,6 Zoll im Verhältnis von 21:9, also sehr, sehr länglich. Und wenn ihr das Smartphone dann aufklappt, habt ihr sogar eine Diagonale von 7,3 Zoll, also ein Tablet mit einem Verhältnis von 4,2:3. Samsung nennt das Ganze ein Infinity Flex Display und hier wird auch natürlich wieder die AMOLED-Technik eingesetzt. Das Display ist hochauflösend und es soll angenehm sein, darauf beispielsweise Netflix oder andere Videos zu schauen. Beim Smartphone setzt Samsung den neuesten Chip von Qualcomm ein, den Snapdragon 855, und der soll dann im Zusammenspiel mit 12 GB Arbeitsspeicher für eine High-End-Performance sorgen. Wenn man sich hier aber auch mal das große Display vor Augen hält, wird einem natürlich auch direkt klar, dass hier ein sehr hoher Stromverbrauch stattfinden muss. Dementsprechend kommt hier sogar ein 4380 mAh großer Akku zum Einsatz. Genau genommen sind es zwei Akkus, die hier getrennt voneinander verbaut sind. Der Fingerabdrucksensor sitzt nicht, wie beispielsweise jetzt auch beim Galaxy S10, unter dem Display. Dort wird übrigens eine Ultraschalltechnik verwendet, ist relativ neu, schnell und sicher, sehr, sehr gut auf jeden Fall im Vergleich zu den vorhergegangenen Varianten. Nein, hier wird der Fingerabdrucksensor einfach wieder rechts am Gerät zu finden sein, wie wir es eben auch schon von anderen Smartphones kennen. Wenn ihr euch das Smartphone aber dann mal anschaut, wird euch natürlich eine Stelle auffallen, und zwar dort, wo das Ganze wirklich geknickt bzw. gefaltet wird. Samsung hat hier extrem lange entwickelt, sodass dieser Mechanismus wirklich hunderttausende Male laut der Vorstellung, laut der Präsentation halten soll, ist lange dran getüftelt worden und dementsprechend natürlich dann auch extrem langlebig. Insgesamt kommen bei dem Gerät 6 Kameras zum Einsatz. Ja, ihr habt richtig gehört, 6 Stück. 3 Hauptkameras, eine Selfie-Frontkamera und dann finden wir sogar noch 2 Dual-Selfie-Kameras sozusagen, wenn ihr im Tablet-Modus seid. Diese befinden sich oben rechts im Eck, sozusagen in der Notch. Allerdings ist die Notch hier von der Mitte ins rechte Eck gewandert. Warum? Ja, logisch, das Teil hat natürlich in der Mitte den Knick bzw. die Faltstelle. Um da auch noch die Kameratechnik unterzubringen, wäre wahrscheinlich einfach nicht gegangen. Deswegen haben sie jetzt die Notch in die rechte Ecke gesetzt. Gefällt mir persönlich überhaupt nicht, aber ja, ist letztendlich wahrscheinlich die einzige Möglichkeit aktuell gewesen, um auch noch beim vollen Tablet-Modus sozusagen eine Selfie-Kamera zu haben. Samsung hat auf der Präsentation außerdem damit geworben, dass ihr beispielsweise ein Multitasking von bis zu 3 Apps gleichzeitig starten könnt. Die Software des Galaxy Folds wurde hier extra angepasst und dementsprechend könnt ihr dann beispielsweise ein YouTube-Video schauen, nebenher noch ein WhatsApp beantworten und noch eine App öffnen, was ihr eben gerade machen wollt. Sind hier 3 Apps wirklich notwendig, ist natürlich immer die Frage. Ich denke, da hätten es 2 auch getan. Was allerdings recht sinnvoll umgesetzt ist, wie ich finde, ist, wenn ihr beispielsweise im Single-Modus seid, also nur das kleine 4,3 Zoll Display auf der Front verwendet mit einer App und dann das Smartphone einfach aufklappt und sozusagen euch in den Tablet-Modus begebt, dann habt ihr da wirklich fast keine Verzögerung und schon ist die App, die ihr gerade noch im kleinen Modus geöffnet habt, einfach in voller Größe, ja, benutzbar, ohne dass da irgendwas umgestellt werden muss. Das ist sehr geil gemacht, aber das ist auch so fast irgendwie das einzig Coole an dem Gerät, wie ich finde. Denn jetzt kommen wir mal zu meinen Kritikpunkten bzw. Punkte, die ich einfach nicht so ganz verstehe. Wir haben hier ein faltbares Smartphone, das heißt, wenn ihr das Gerät zusammenklappt, was ja auch dann der normale Modus ist, in dem ihr es auch in der Tasche tragt, habt ihr hier ein Gerät, was einfach mal doppelt so dick ist wie aktuelle Smartphones. Und da ist schon mal die Frage, will das jemand eingehen? Außerdem habt ihr ein seltsames Verhältnis von 21:9. Das ist extrem langgezogen, bis da die ganzen Apps überhaupt und so angepasst sind. Da vergeht noch einiges an Zeit, das kann ich euch garantieren. Des Weiteren kommen wir natürlich auch mal zum Preis. Ein Smartphone, das sozusagen für mich zumindest immer noch einer der ersten Prototypen, wenn man es so will, was jetzt einfach mal marktreif gemacht wurde, ist, das für 2000 Euro anzubieten, ist schon fast frech, würde ich sagen. Ich habe
beziehungsweise ich kann mir aktuell nicht vorstellen, für wen dieses Smartphone wirklich Sinn macht, denn wie gesagt, man trägt hier wirklich ein schweres, dickes Gerät mit sich rum, nur um dann in seltenen Fällen auch mal den Tablet-Modus verwenden zu können. Außerdem, wie sieht es hier aus mit einer Hülle? Wurde da mal mitgedacht? Wie wollt ihr denn bitte bei einem faltbaren Gerät eine wirklich stabile Hülle anbringen? So gut wie gar nicht. Aber wer will ein 2000-Euro-Smartphone ohne Schutz verwenden? Hätte man definitiv sinnvoller lösen können, würde ich sagen. Dann kann ich mir auch noch vorstellen, dass wenn das Gerät mal runterfällt, dann habt ihr da direkt einen extremen Schaden. Im schlimmsten Fall sind zwei Displays kaputt und ja, ihr könnt euch vorstellen, ein Display zu tauschen, was hier so eine Flex-Technologie hat. Ich will gar nicht wissen, was das kostet. Das sind eigentlich so meine negativen Punkte. Außerdem habt ihr noch keinen Kopfhörereingang, wie jetzt beim Galaxy S10 beispielsweise. Da finde ich es ja extrem cool, dass Samsung da immer noch drauf setzt und sozusagen auf die Community hört. Und jetzt bei dem noch teureren Gerät schmeißen sie den wieder raus. Das ist irgendwie schade. Schreibt mir eure Meinung bitte mal zum Galaxy Fold in die Kommentare. Ich bin extrem gespannt. Wie gesagt, zusammenfassend kann ich nochmal sagen, in meinen Augen ist es einfach ein Prototyp, der noch nicht marktreif ist und für 2000 Euro definitiv einfach nur frech und ein viel zu hoher Preis. Aber ich bin gespannt, vielleicht gibt es den einen oder anderen da draußen, der sagt, ja, das Teil gönne ich mir direkt. Wird ungefähr in 2 Monaten dann offiziell zu haben sein, also ist echt nicht mehr lang hin bis dahin. Und ja, wie gesagt, ich bin gespannt, ob sich das Teil überhaupt verkauft. Ich denke nein, ich beziehungsweise würde es mir selber einfach nicht kaufen. Folgt mir gerne auf Instagram, RealVanix, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich natürlich auch immer über Feedback in den Kommentaren, und falls euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Falls ihr auch in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, lasst mir auch gerne noch ein kostenloses Abo da. Bis dahin, macht's gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao.